17 Uhr Ostkreuz und ich bin wieder mal zu spät. Der gute John kriegt schon eine Krise und der Kleine grinst sich eins. Doch die Stimmung wird dann besser, in der Rumpligen ist drei. Die schiebt sich langsam Richtung Süden, Richtung alte Försterei. Der Waldweg ist finster und riecht nach Herbst und nach Urin. Vor dem Stadion ist Hektik, denn das na und schallt schon von drinnen. Wenn wir dann endlich in Block P stehen, wir stehen übrigens nicht mehr in Block P, wir stehen jetzt in diesem Dreieck an der alten Anzeigetafel. Wenn wir dann endlich in Block P stehen, ideal mit heißem Wein, das ist immer noch so, dann kommt er langsam übers Spielfeld und atmet kurz die Stimmung ein und sagt: Unioner, schön, dass ihr da seid. Und ich mein's so, denn das ist die Wahrheit. Und dann will ich ja nicht mehr, eigentlich nur, dass ihr alle so bleibt. Aber das ist wirklich schwer, vielleicht das Schwerste von der Welt. Jetzt passt mal auf, so langsam wird's kuschelig und so ein Dach, das ist schon schön. Doch andererseits sind wir jetzt Luschen, die nie mehr im Rehen stehen. Und so ist es halt im Leben, da ist alles relativ. Die einen fordern laut den Aufstieg, die anderen macht es aggressiv. Das Spiel ist so mäßig, unsere Offensive stockt. Das ist, also da muss ich heute früh in der Küche wirklich lachen. Das war wirklich absurd. Das Spiel ist so mäßig, unsere Offensive stockt. Und wieder auch nur so ein paar Hansel in unserem schönen Jeste-Block. Oder manchmal auch, ja nicht im Jeste-Block, sondern auf der Tribüne, SV Sandhausen. Aber das ist nicht so wichtig, denn das Beste sind ja wir. Und wenn am Ende Iron Henning singt, läuft alles richtig hier. Und Jona, schön, dass ihr da seid. Und ich mein's so, denn das ist die Wahrheit. Und dann will ich ja nicht mehr, eigentlich nur, dass ihr alle so bleibt. Aber das ist wirklich schwer, vielleicht das Schwerste von der Welt. Das war's schon. Dankeschön.